Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary. Heute habe ich mal ein Suchen und Zerstören auf der Map Zoo dabei. Mit dabei ist natürlich auch die Farmers mit Schalldämpfer, die Claymore, die normale Grenade und die Stun Grenade. Ja, hier habe ich den Typen gerade mal vorbeifliegen sehen. Habe mir dann aber gedacht, ich riskiere es jetzt nicht, da in der Mitte rauszurennen. Und dann gleich einen Death zu kassieren. Ja. Es war mein allererstes Spiel auf Zoo. Und ich glaube sogar mein allererstes Spiel des Escalation Map Packs. Und an der Stelle wollte ich mich einfach mal bedanken bei Fabi2552, der so freundlich und sozial war, mir das zu sharen. Und ja, danke Fabi. Vielleicht kommt noch ein Zombie-Gameplay. War so meine Idee vielleicht mit ihm. Wenn er Bock drauf hat, mal schauen. Dann sehen wir das. Also, ja. Die Map Zoo besteht hauptsächlich aus drei Wegen und Abschnitten. Das wäre einmal auf der einen Seite da der Abschnitt, in dem so Wald ist. Auf der anderen Seite ist so eine Art Afrika-Savanne und in der Mitte ist eben das, wie heißt das übliche Zoo-Gedöns mit diesen Läden. Ja, und jetzt sind wir schon an einer ganz witzigen Stelle angelangt. Ja, ich lache mich gleich tot. Camper mit schlechten Reflexen sind natürlich meine Liebsten. ja. Aufgrund dessen, dass ich da ja echt nicht gerade schnell zum Gegner gerannt bin, hat er sich schön platzieren können. Und ja, da hatte ich einfach Glück, dass der so schlechte Reflexe hat und ja. Also, wir sind jetzt in der zweiten Runde. Ich habe versucht, den Gegner zu flankieren und da ich jetzt gerade eine Aufklärungsdrohne habe, sehe ich den Gegner natürlich und kann ihm in den Rücken fallen. Ja. Wenn ihr eine Aufklärungsdrohne habt, ja, dann kann ich euch nur empfehlen, den Gegner einfach abzufangen. Ihr wisst, wo er herkommt. Euch nicht auf eine 1 gegen 1 Situation einlassen und einfach den Gegner kommen lassen und ihn abfangen. Genau. Ja, und ich habe jetzt versucht, hier den Gegner zu flankieren. Ich glaube, das hat auch recht gut geklappt. Die ASP habe ich als Secondary dabei. Und da kommt auch schon der erste. Den habe ich mit einem schönen Dropshot weggeowned. Und ja, hier oben, dieser Air Rail Luftzug Ding. Ja. Ich bin da so gespaltener Meinung drüber, aber ist vielleicht in Suchen und Zerstören ziemlich beschissen, wenn man sich da oben in den Eingang reinhockt, weil man da ja wirklich von mehreren Teilen aus gesehen werden kann und einfach ja keine Chance hat, wenn man einmal gesehen wurde, sich da noch irgendwie verteidigen. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, der Typ platziert die Bombe. Es lebt, ich glaube, nur noch einer. Und dann hocke ich mich eben auf diesen Turm drauf, von dem ich hier recht gut gesichert bin. Und der Gegner nur meinen Kopf sieht. Ist natürlich entsprechend schwer zu treffen. Und ja, da kommt er auch schon. Für ihn kriege ich einen Assist. Und wir haben auch die dritte Runde gewonnen. Vierte Runde, Seitenwechsel. Der Spawn variiert natürlich und da versuche ich jetzt eben mit derselben Taktik wie vorher ans Werk zu gehen, den Gegner zu flankieren, hier noch ein bisschen die B-Flagge, die B-Bombe zu sichern und ihn hier abzufangen, da ich jetzt gerade einen gesehen habe, der aber vermutlich hier hochgerannt ist und ja, auf
Lange Distanz finde ich, ist die Farmers nicht schlecht, jedoch mit Schalldämpfer mir ein bisschen zu harmlos. Und hier habe ich natürlich das Spionageflugzeug dabei. Und weitere Abschussserien weiß ich erstens nicht und zweitens erreiche ich es ja auch nicht. Insofern ist es ja eigentlich egal. Ja, also ich kann euch nur empfehlen, euch, wenn ihr neue Maps spielt, am Rand der Karte zu aufzuhalten und von da eben die Gegner abzufangen.